Warum ist sexuelle Belästigung ein Tabuthema? Es ist doch allgegenwärtig. Befragen wir doch das gesamte System. Hallo, mein Name ist Jodie Kantor. Ich bin Investigativjournalistin bei der New York Times. Was hast du? Mir wurde erzählt, Fehlverhalten dieser Art ist in Hollywood Tagesgeschäft. Ich will auf keinen Fall zitiert werden. Punkt. Natürlich. Du hast solche Stories doch schon geschrieben. Wie hast du die Frauen dazu gebracht, dir zu erzählen, was ihnen passiert ist? Ich glaube, entscheidend war, dass ich sagte, das, was ihnen in der Vergangenheit passiert ist, kann ich nicht ändern. Aber vielleicht können wir gemeinsam helfen, andere Menschen davor zu beschützen. Die Wahrheit. Nur die zählt. Womit genau haben wir es hier zu tun? Jede dieser jungen Frauen dachte, es sei ein unverbindliches, geschäftliches Treffen, zu dem sie gehen würde. Ich sehe es immer noch vor mir, das Hotel, den Lageplan. Er hat versucht, mich anzufassen. Ich habe ihn gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Stattdessen hat er sie dann bedroht und sexuelle Handlungen gefordert. Ich war jung, verängstigt. Hi. Hallo, wir sind von der New York Times. Sie haben mal für Harvey Weinstein gearbeitet, richtig? Er hat bisher jeden, der die Story bringen wollte, mundtot gemacht. Harvey streitet alle Vorwürfe ab. Es gab keine Übergriffe. Er behandelt Menschen wie Marionetten. Er manipuliert sie. Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte geben Sie mir die Chance. Sind Sie sicher, dass es sich nicht nur um junge Frauen handelt, die mit einem Filmproduzenten schlafen wollen, um Karriere zu machen? Die Sache ist größer als Weinstein. Hier werden Missbrauchstäter geschützt von einem ganzen System. Frauen, die diese Abfindungen erhalten haben, können sich nicht äußern, denn sonst werden sie verklagt. Aber könnte jemand frei über diese Zahlungen sprechen? Was für Zahlungen, John? Geht davon aus, dass eure Anrufe aufgezeichnet und verfolgt werden. Und ihr auch. Können Sie sich vorstellen, wie viele Harveys es da draußen gibt? Wollen Sie, dass man mich umbringt? Bereust du es, diesen Artikel zu schreiben? Tust du's? Nein. Diese Frauen werden sich nur offiziell dazu äußern, wenn sie es alle gemeinsam tun. Wir sind alle da, Harvey. Mit wem habt ihr gesprochen? Ich habe 3 Töchter. Keine soll jemals Missbrauch oder Mobbing akzeptieren. Ich sage aus. Schreibt's auf. Es wird Zeit. Es wird alles herauskommen. Ich wurde zum Schweigen gebracht. Ich will meine Stimme zurück.